Guten Morgen, liebe Freunde der Spielallianz. Das ist also mein Quartier der letzten Nacht. Für mich geht es jetzt, nachdem ich mich letzte noch eingecremt habe, geht es für mich dann los in Richtung Gardasee. Es sind rund 61 Kilometer, nochmal nicht ganz 300 Höhenmeter. Davon eben der finale Anstieg, um zum Gardasee rüberzukommen, so eine Bergkette, sind etwas über 100 Meter und davon ein Teil nochmal recht steil. Und dann gibt es noch ein paar kleinere Erhebungen, einer gleich in 4 Kilometer. Also ich wieder mit kalten Muskeln im Berg, funktioniert bei mir eigentlich überhaupt nicht. Egal, ich fahre jetzt bald los. Ich habe lange gefrühstückt, weil ich einfach auch keine lange Strecke mehr habe und einen Tag vor meiner Zeit bin. Und ich komme heute an. Ja, kommt mit auf die Strecke. Ich zeige es euch und ab 13 Uhr zeige ich euch auch, wie es hier aussieht, wenn es hier regnet, wenn die Prognosen stimmen. Und da bin ich noch nicht ganz da. Das wären 3 Stunden 61 Kilometer mit Berg hoch. Nee, nicht bei mir. Ich brauche vor allem noch kalte Getränke, damit ich meine Medikamente kühlen kann. Dieses lauwarme Wasser hier aus der Leitung, das kann ich nicht zum Kühlen benutzen. Das hat mehr als 25 Grad. Egal, hier noch jammert. Kommt mit, jetzt! Prix hat mir jetzt geholfen, mich mit italienischen Qualitätsprodukten zu versorgen. 10.05 Uhr. Die Reise beginnt wirklich. Regen gibt es, wie gesagt, erst in 3 Stunden. Trento jetzt runter. Na ja, dann gucken wir mal. Hier Trento lang. Eigentlich kenne ich mich hier aus. Muskulär bin ich heute doch ganz schön beeindruckt von gestern. So wenig Wind wie jetzt ist. Ich hätte einfach 20 Kilometer früher Schluss machen sollen. Das wäre bestimmt mit Pausen 1,5 Stunden früher gewesen. Hätte ich heute 1,5 Stunden früher aufstehen können. Ja, also hier jetzt an diesem Deich oder Radweg, wie man es auch mal nennen möchte. Ich denke mal, das ist auch so ein Schutzdeich. Also hier lässt es sich noch besser rasen als entlang des Oderdeichs. Also was hier Rennradfahrer an mir schon einen Strich vorbeigezogen haben. Ich fahre jetzt so 24 und die ziehen ja mit 30, 35, manchmal 40 an mir vorbei. Also hier kann man richtig Gas geben, wenn man einen Bock auf sowas hat. Ja, also wenn man schnell nur fährt, dann verändert sich die Landschaft vielleicht auch schnell genug. Mein Tempo ist echt so langsam dafür. Also mir ist wirklich etwas langweilig. Ich weiß jetzt, dass ich bald ankomme und das beruhigt mich. Hier mal so eine typische Häuserzeile, wie ich sie viel öfter in Italien erwartet habe. Jetzt rücken die Berge wieder ein bisschen dichter. Dadurch verändert sich was an der Umgehung. Das macht es jetzt schon wieder interessanter. Ach ja, was ich noch erzählen wollte. In solchen Alpentälern. Morgenstund hat Gold im Mund, da im wahrsten Sinne des Wortes. Weil, wenn du gerade so wie ich flussabwärts fährst, bergabwärts fährst, die kalte Luft der Bergspitzen drückt, auch wenn es einen Gegenwind geben sollte, drückt diesen ein bisschen weg, der mildert den Gegenwind. Zum Mittag hin dreht sich das denn, dann entsteht ja dieser Kamineffekt. Deswegen nimmt der Wind ab mittags zu. Ich habe da gestern nicht dran gedacht. Mein Gott, ich hätte einfach so 2 Stunden früher Feierabend machen sollen und einfach 2 Stunden früher aufstehen. Dann wäre ich wahrscheinlich jetzt schon fast am Gardasee. Das ist jetzt Frau Shelley Diavisio. Ich befinde mich immer noch auf dem Eurovelo 7, der Sunshine Route.
Ciao. Nicht das ist das Naturreservat, sondern die Zone, die dahinter ist. Ich musste Pause machen, ich musste was trinken. Jetzt merke ich erst, wie beeindruckt meine Beine sind. Boah, das war ein kaum zu sehender Anstieg. Und ich bin fast einen Schritt die Geschwindigkeit gefahren. Ey, ey, ey. Wird Zeit, dass ich den Tag Pause kriege. Das ist jetzt hier 30 Meter Anstieg in etwa. Also wie ihr seht, sieht man ihn gar nicht. Da geht um eine Flussmündung herum. Avisio, glaube ich, heißt diese Flussmündung. Aber ich kenne da den deutschen Namen jetzt nicht zu. Das ist nun die Avisio oder der Avisio. Das ist die Brücke, die ich genommen habe. Mein Trek geht aber drüben auf der Brücke. Da habe ich jetzt erreicht. Straße fahren macht ja mal Spaß. Aber jetzt habe ich doch erstmal den Weg umgeplant. Wird 3 Kilometer länger, aber ist mir viel lieber. Das Fahren weg vom Fluss hat zwar Spaß und Abwechslung gebracht, aber hat mir eine Menge Zeit gekostet. Jetzt ist übrigens wieder diese schwüle Witterungslage direkt vor mir Witter, die ich nun gar nicht ab kann. Jetzt ist für mich wieder Schattenhopsen angesagt. Pista Ciclope. Die Umleitung ist ausgeschildert. Nachdem ich nun 30 Höhenmeter hinter mich gebracht habe, durfte ich runterfahren. Und das ist der Weg, der mich jetzt wieder der Strecke zuführt. Zurück auf der Route. Der Weg ist jetzt mal außergewöhnlich breit und rollt sich auch gut. Aber ich leide sehr unter der schwülen Luft. Anders als gestern, da war es wärmer, aber trocken. Nicht nur ich scheine zu leiden. Also ich habe gerade mal 10 Minuten wieder im Schatten gestanden, um mich abzukühlen. Alle Radfahrer, die vorbeikommen, fahren jetzt doch deutlich langsamer als vorhin, wo sie ja richtig wieder Rennen gefahren waren. Das Tal scheint sich jetzt etwas zu öffnen. Elf Kilometer bis Roberto. Versuche ich mal richtig auszusprechen. Mal gucken, ob es klappt. Consorzio Trentino di Bonifazia. Bonifazia, ah! Bonifica. Oi, oi, oi. Einmal wechsle ich die Seiten. Ein wunderbarer Einfall mit der Streckenführung von dieser Brücke runter. Hat Spaß gemacht. Jetzt geht es hier noch die nächsten 8 Kilometer. Ja, eher so. Na, wie jetzt so ist, Vorsicht, plätschert das vor sich hin. Hinter den Bergen auf der rechten Seite, da liegt dann der Gardasee. Ein Glück bei Roberto ist denn
ein Taleinschnitt oder ein Hügel, der ist ja nicht ganz so hoch. Aber 100 Höhenmeter, 120 Höhenmeter habe ich da zu überwinden. Willkommen in Rovereto. Mit Spannung erwartet. Und da mache ich jetzt erstmal eine kurze Pause. Immer in dem Volkspark habe ich jetzt gesehen, im Parco Publico. Aber eigentlich wollte ich mir jetzt hier in jedem Fall was mit Wasser holen, Flüssigkeit ohne Ende, und was essen. Beides nicht bisher. Und ich fahre schon wieder raus. Also, dieses Bici Grill war gerade mein Essengeber. Da gab es einen Salat der Mister und dazu zwei antialkoholische Biere, ein Kaffee, Americano. Und jetzt soll es hier gleich regnen. Die Luft ist jetzt so, dass ich fahren kann und atmen kann wieder. Also ich denke mal, ich gehe jetzt erstmal den Berg an. Es sind nur 20 Kilometer, 22 bis rüber. Und ich schaff's oder ich schaff's nicht. Wenn nicht, lass mich wieder runterrollen. Das ist dann der Anstieg. Weil es zieht sich ja über 10 Kilometer. Hat aber zwei sehr steile Rampen mit 12% und 13%, die ich nicht schaffe. Der Regen kommt jetzt. Ich nehme an, das ist der Einschnitt, über den ich rüber muss. Ja. So rosa-rot sehen jetzt natürlich die Seiten nicht aus. Der Regen wird jetzt stärker. Jetzt muss ich die Technik wegpacken. Von da komme ich gerade. Und da geht es weiter. Also die ersten 20, 30 Höhenmeter habe ich schon. Das heißt, es bleiben nur 80 oder 90 übrig. Ist also nicht so schlimm. Und der Regen, naja, der Weg ist jetzt nass und es donnert, aber es blitzt nicht und es regnet zurzeit nicht. Ja, also ich packe die Technik wieder aus. Ich bin jetzt wahrscheinlich der einzige Radreisende, der sich wünscht, dass es weiter regnet. Weil in dem Moment bleibt die Luft so schön frisch. Und nee, das Schwüle geht raus. Jetzt hat es wieder aufgehört zu regnen, jetzt wird es wieder schwül. Da brechen bei mir alte Ängste auf. Also, 4 Kilometer jetzt runter. Dann geht es 4,5 noch hoch. Und davon ist 1 Kilometer über 10%. Ich habe jetzt sehr große Schwierigkeiten zu atmen. Ich musste erst noch mal ranrollen und musste dann überlegen, ob ich hochschiebe oder mich runterrollen lasse. Mal sehen. Hochschieben ist so eine Sache, weil am steilsten Stück schiebt man auf der Straße. Prozent ist es aber nicht. Glück gehabt, das waren gerade 8%. Da komme ich jetzt hoch. Die Luft ist zum Schneiden. Aber liebe Radlmaus, danke, dass du mich davon überzeugt hast, heute zu versuchen und nicht morgen. Die Argumentation 14 Uhr bis dunkel wird es 20 Uhr. Hilft immer, vor allem wenn man weiß, es sind nur 10 Kilometer. Danke, ich liebe dich nicht nur dafür. Andere kämpfen hier auch. Aber ich könnte jetzt eine Sauerstoffmaske gebrauchen. Egal, also es sind glaube ich noch 5 Kilometer, also gibt es bloß noch 1 Kilometer Anstieg. Der Rest ist dann schon wieder Abfahrt. Also ja, gehen wir es an. Im wahrsten Sinne des Wortes, gehen wir es an. Ich, ob man das auf der GoPro sieht, da kämpfen sich zwei gerade den Berg hoch. Also ich komme jetzt schiebend langsam näher. Ich denke mal, ich habe die gleich ein.
Im ersten Moment bei dem Blinken habe ich gedacht, oh, das wird davor gewarnt, dass in dieser Kurve, die da gleich ist, die Leute nicht, wenn sie hochkommen, den Berg aus Versehen gerade ausschießen und in den Geröll rein. Aber gut, jetzt steht da dran, Prozedere con prudenza. Also es geht eben nicht um die Radfahrer. Ich glaube, ich bin der Einzige, der hier schiebt. 50% Steigung kommen und angekündigt. Also man scheint hier offensichtlich bald durch den Berg und nicht mehr oben rüber gehen zu wollen. Ein bisschen Ahnung nicht. Passo San Giovanni. Oben. Natürlich ist der Pass nicht hoch. Aber bei dem Wetter war der für mich gerade sehr, sehr steil, kaum erreichbar. Ja, jetzt geht's runter an den Gardasee. Komisch, jetzt ist man hier so gerade über den Berg rüber. Die Luft riecht hier anders. Aber ja, warum? Keine Ahnung. Also Meeresluft kann es ja eigentlich nicht sein, weil das ist ein See. Aber riecht anders. Kleine Verwirrung am Kreisverkehr. Aber ein freundlicher Italiener half mir denn, dass das die richtige Abfahrt ist. Das andere wäre wohl eine Autobahn geworden und die große verkehrsreiche Straße. Und das ist jetzt der richtige Weg. Der für das spektakuläre Foto, genau, da ist es. So. Und das ist der Blick jetzt von, ich denke mal, auf dem kurzen Stück 15 Meter tiefer. Da öffnet sich das Tal noch, den kann man noch lang fahren, also das ist für mich fahrbar. Andere fahren dann da hoch. Lutzmark Berge fällt mir da zum Beispiel ein, also Grüße gehen raus, der macht sowas. Drohneaufnahme ohne Drohne. Das ist ja wie Unboxing ohne Box drumherum. Irgendwann muss ich ja mal wieder nach Hause. Da hatte ich mir auch schon einen Weg rausgesucht. Ich will ja nicht hier den Weg hochschieben. Hier sieht man so einen kleinen Fluss. Dann geht es ein Stück weiter rein in das Tal. Und dann müsste ich eigentlich, zumindest da, wo dieses Auto kommt, müsste ich da eigentlich hochkommen. Das ist dann zwar 6 Kilometer länger, aber das müsste eventuell für mich fahrbar sein. Aber hier brauche ich ja nicht probieren. Ey, guck dir mal, so ein Spargeltarzan, der wiegt die Hälfte von mir. Der quält sich hier. Was soll ich denn hier machen? Mit einer 1:1 Übersetzung. Also ganz klare Sache, wenn ich hier hoch müsste und es ist genauso stickig wie heute, als ich auf der anderen Seite hochgefahren bin, dann würde ich sofort einen Verlängerungstag buchen. Da würde ich nicht lebend hochkommen. Ich würde wirklich echt sterben. Hier möchte ich nicht runterfahren, wenn die Steine nass sind. So Leute, jetzt seht ihr, was mein eigentliches Ziel die ganze Reise über war. Ich habe selber nicht so richtig daran geglaubt, dass ich hier ankomme. Eben vor der Angst
vor dem Hintergrund der Angst, die ich ja im letzten Jahr hatte. Und dem wollte ich mich nicht noch einmal aussetzen. Dann hätte ich abgebrochen. Gehofft habe ich trotzdem, dass ich hier ankomme. Und nun hoffe ich, dass auch die anderen drei aus der Stadtradeln-Truppe hier noch ankommen. Die sind aber in Berlin gestartet. Und die müssten, ich bin jetzt einen Tag früher hier, ich glaube, die wollten eigentlich Mittwoch hier sein. Mittwoch wäre morgen, aber sagen wir mal so, da gibt es Verzögerungen im Betriebsablauf. Ich glaube nicht, dass sie es noch schaffen, außer mit einer Waldleistung hier tatsächlich Mittwoch anzukommen. Sondern ich rechne eher am Donnerstag. Später brauchen sie nicht mehr ankommen, weil am Freitagmittag geht schon ihr Flixbus. Und das heißt, dann müssen sie direkt zum Bus fahren. Und der ist halt in Rovereto und nicht hier. Ja, ich muss mir jetzt überlegen, was ich mache. Ob ich warte oder nicht warte. Eigentlich habe ich jetzt von Bergen auch genug. Die Radlmaus hat mir empfohlen, die Küste hier lang zu fahren, auf der Seite, nicht die Küste, weil da sind die ganzen Tunnel. Ja. Rechenpass war auch so ein Hirngespinst bei mir, aber das wären über 2000 Höhenmeter nochmal. Ja, ich weiß noch nicht so richtig, was ich mache. Ob ich jetzt hier 2 Tage Bahre den Urlaub mache und auf sie warte, in der Hoffnung, dass sie überhaupt kommen oder auch nicht. Ist ja auch egal, das interessiert jetzt euch nicht so, aber es interessiert mich. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann endet das Video mit diesem schönen Blick. Und wenn ihr wissen wollt, was ich beim nächsten Mal erlebe, dann abonniert den Kanal. Und dann ist hoffentlich auch die Kette wieder rechts. Also ich habe die, glaube ich, jetzt in der ganzen Reise mal 10 Minuten rechts gehabt. Vielleicht waren es auch 15, aber mehr nicht. Ja. Tschüss.